Hallo, hier ist Steffi und ich spreche heute mit Britta Wagemann von Rahmenwerk. Wir sprechen über Händchenhalten zu Corona-Zeiten, Gelassenheit trotz Selbstständigkeit und merkt euch schon mal, es ist immer der Gärtner. Los geht's. Wie schön, dass du da bist, Britta. Ich freue mich sehr. Du bist heute in Doppelfunktion hier. Einmal natürlich für Rahmenwerk, wie man sehen kann. Also alle, die jetzt nur den Podcast hören, sie hat einen großartig rosaroten Schal an von Rahmenwerk. Wir werden gleich nochmal hören, was das heißt. Aber auch gleichzeitig noch als Mitarbeiterin von Ambien. Da wirst du gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Damit wir wissen, wer du bist, wäre es ganz cool, wenn du einfach mal ein bisschen dazu erzählst, wie werden dann März und dann April sonst so verlaufen, wenn nicht Corona-Zeit gerade wäre. Was machst du so den ganzen Tag? Ja, also wie du gerade schon erwähnt hast, bin ich in einer Doppelrolle unterwegs. Und zwar bin ich Artdirektion, Marketing und Kommunikation bei Ambien. Das mache ich 4 Tage die Woche. Und dann kommt auch noch Rahmenwerk dazu. Das sind meine Freitage und auch meine Freizeit ganz viel. Und zwar ist Rahmenwerk, bin ich das nicht alleine, sondern zusammen mit 3 anderen Freundinnen und Freunden. Und ist ein Studio für Kunst, Sozial, Kommerz, was man hier auch sehen kann. Das könnt ihr jetzt leider nicht hören, aber genau. Ja. Und ansonsten natürlich hätte ich im April ganz unaufgeregt und normal Eier bemalt und für meine Neffen versteckt und mit der Familie zu Hause bei meinen Eltern auch gefeiert. Ja. Und das Osterfeuer nicht vergessen, ne? Das ist immer ein Highlight. Ist das Tradition bei dir, tatsächlich Osterfeuer? Osterfeuer auf dem Dorf, ist tatsächlich. Ach so, richtig. Ist tatsächlich also Tradition. So richtig, also nicht zu Hause im Garten, sondern so das von der wahrscheinlich Freiwilligen Feuerwehr organisierte Osterfeuer. Richtig, es ist hinterm Haus, ist ein Riesenhighlight. Alles ist schön beschmückt. Ja. Und Bratwurst, Bier, Quatscherei und Feuer. Ist das hier in der Region oder ist das weiter weg? Ich bin gebürtige Nordhessen. Wow. Das ist im süßen kleinen Kaff Orferode. Orferode? Orferode. Und es ist kein Scheiß, ich habe es noch nie gehört. Wo ist das? Man hat aber da den Meißner Blick schlechthin. Wow, in welche Richtung ist das dann? Geografisch, du kannst jetzt Meißner Blick sagen und ich habe keine Ahnung, wo es in Nordhessen ist. Das ist ja auch schwierig, weil man kann ja auf den Meißner von verschiedenen Richtungen blicken. Also es ist Bad Soden-Allendorf, das ist zwischen Witzenhausen und Eschwege. Ja. Die Leute, die von hier sind, die kennen das auf jeden Fall. Oder die kennen auf jeden Fall das Open Flair, das in Eschwege ist nicht weit von dort. Sehr schön, das ist ja toll. Mhm. Sehr schön, also eigentlich Osterfeuer und wahrscheinlich auch ein bisschen durchatmen und nichts tun. Das passt ja eigentlich auch zu dem, was aktuell passiert. Auf jeden Fall. Ja. Du hast Rahmenwerk angesprochen. Was ist denn Rahmenwerk? Also ich frage jetzt so, als würde ich euch nicht kennen, damit jeder da draußen verstehen kann, was ihr eigentlich macht. Ein Studio für, was hast du gesagt? Kunst, Sozial, Kommerz. Ja. Und alle sagen erstmal, oh, das passt überhaupt nicht zusammen. Ja. Doch, es passt ganz gut. Was wir tun bei verschiedenen Formaten, ist Begegnungen zu gestalten. Okay. Das heißt, wir schaffen den Rahmen, deswegen auch Rahmenwerk, obwohl es aus dem Holländischen kommt, um Begegnungen zu gestalten. Und das beispielsweise hier hängt unsere Schaukel bei euch, das seht ihr leider jetzt auch nicht, aber wir machen beispielsweise auch Kusoko ja auch zusammen und dürfen das hier machen, das freut uns auch immer. Und da ist es eben auch so, dass Dinge und Inhalte erfahrbar gemacht werden. Natürlich bei diesem konkreten Format hier in der Neuen Denkerei gibt es auch Vorträge. Und man sitzt aber gemeinsam auf der Schaukel und dann fängt man vielleicht an, ein bisschen miteinander zu schwingen. Also Schaukeln sind auch unser Thema. Ja. Aber letztendlich, egal ob es auf einer Ausstellung ist, beispielsweise, wo wir ein künstlerisches, interaktives Format bringen, geht es darum, die Leute miteinander zu verknüpfen. Und das auch eigentlich meistens eine witzige oder nette Art und Weise, niedrigschwellige Art und Weise vor allem. Und Inhalte erfahrbar zu machen. Ja. Das heißt, es auch aufzubereiten teilweise. Das heißt, ihr kommt aber eigentlich aus der Kunstszene? Oder wie muss ich mir das Ganze vorstellen? Ja. Ja, das lasse ich so durchgehen. Es gibt natürlich mal die Kunstszene, dann gibt es die Designszene und wir kommen aus verschiedenen Schnittmengen davon, teilweise auch aus der Soziologie. Hier kommt zum Beispiel Jero van Nierkoop, ist einer auch aus dem Rahmenwerk-Team und er kommt aus der Kunstwissenschaft, aus der Kunst und der Soziologie. Wir haben auch Marie Kammler im Team und sie kommt aus dem Social Design beispielsweise und Systemdesign. Samson Kirschning kommt auch aus dem Grafikdesign, aus dem redaktionellen Gestalten. Das ist die ähnliche Richtung, wo ich auch herkomme, also Kommunikationsdesign. Das heißt, sind die gestaltenden Disziplinen, könnte man grob sagen. Und ihr habt euch quasi vorgenommen, Begegnungen zu schaffen, einmal für Kunst, dann aber auch die sozialen Aspekte und den Kommerz, das heißt das Wirtschaftliche quasi? Oder? Genau, also das ist auch ein großer, was heißt Slogan, aber auf jeden Fall ist es uns ein Anliegen, die Kreativszene mit der Wirtschaftsszene zu vernetzen, weil wir, also ganz ehrlich, das sind 2 unterschiedliche Blasen, die sich kaum berühren, die auch voneinander sagen, die Kreativen und die Künstlerinnen,
die leben in ihrer Blase und das sind so Guck-in-die-Luft-Menschen, die irgendwie nur von Luft und Liebe leben und eigentlich nichts zu tun haben und schöne Dinge tun. Und andersrum ja genauso. Ja. Genau, dann gibt es nur die harten Zahlen und Profitgier und so weiter. Das sind natürlich jetzt die Klischees, die ich rausholen muss, um das jetzt zuzuspitzen. Aber da gilt es, eine Schnittmenge zu machen und eigentlich wollen wir die Wirtschaftenden kreativer machen und die Kreativen wirtschaftlicher. Wie schön, dass ihr mit der Kusoku-Veranstaltung, mit der Kusoku Night dann auch noch hier gelandet seid. Es sind meistens Wirtschaftsunternehmen, die hier sind, deswegen passt das auch irgendwie alles so schön zusammen, dass wir das so zusammenbekommen, wie ich finde. Und im normalen Leben bist du noch bei Emien. Also genau. Im normalen Leben, also neben Ramberg hast du auch noch einen Job bei Emien. Genau, ja. Ich kümmere mich da mit in meiner Abteilung für Marketing und Kommunikation und das ist natürlich auch gerade jetzt auch sehr spannend, was Kommunikation und Marketing angeht und jetzt in dieser Phase natürlich, also wie ihr auch, es gibt große Veranstaltungen, können nicht mehr stattfinden beispielsweise und das wirkt sich natürlich vehement auf die tägliche Arbeit aus. Ja, klar. So, ne, ihr spürt es hier, Emien hat das auch gespürt und generell die ganze Branche. Bei diesen Verboten, die zu Beginn gleich verhängt wurden, bricht das natürlich alles sofort in den Keller. Ja. Und dann gilt es natürlich irgendwie, das mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und auch mit einer gewissen Perspektive irgendwie auch zu planen und durchzutakten und aber eben auch sich zusammenzurotten. Also und auch weiterzumachen. Weiterzumachen. Und nicht zu jammern nur. Genau, eben nicht zu jammern. Ja, sehr schön. Das ist auch das Thema, ne? Nicht zu jammern, genau. Ja, also dieses Jammern ist tatsächlich im Moment ein großes Thema. Immer wieder hier in diesen ganzen Gesprächen. Es gibt irgendwie die nicht aus diesem Jammern rauskommen und die versuchen wir ja auch irgendwie rauszupushen ein Stück weit, weil es hilft keinem gerade, weiter zu jammern. Ja. Bei Ramberg ist es ja so, dass ihr eigentlich primär von so Live-Veranstaltungen, also wie auch bei Emien eigentlich, aber Live-Begegnungen auch also ganz bewusst lebt bei Ramberg. Das heißt, da kommen Menschen zusammen bei euren Veranstaltungen, da sitzen Menschen zusammen auf Schaukeln. Was macht ihr denn da im Moment? Also wartet ihr jetzt einfach, bis die Menschen wieder zusammenkommen können oder habt ihr da irgendwas anderes im Petto? Ja, also wir glauben an die analoge Begegnung auf jeden Fall. Ja. Abgesehen davon, dass irgendwie alles Digitale gerade auch total super ist und wir das total begrüßen. Auch jetzt, dass wir hier so beieinander sind, ist ja irgendwie auch auf Abstand, aber immer noch analog. Ja. Das ist natürlich schön, auch sich so in die Augen sehen zu können. Aber klar haben wir überlegt, wie gehen wir damit um. Und zunächst mal sind wir auch in so eine, was heißt, eine kleine Ohnmachtssituation gefallen. Das kennen ja auch gerade viele. So, was tun wir jetzt eigentlich? Oder nehmen wir uns einfach diese Zeit als Pause. Und so eine Lähmung dahinter verspüren, ne? Also, ja. Ja. Also eine Lähmung, dann aber auch wieder irgendwie in die Tätigkeit kommen, zu denken, was passiert danach, wir müssen uns vorbereiten. Und letztendlich war jetzt unsere letzte Aktion, die Willst du mit mir gehen? Aktion, einfach nur daraus entstanden, dass wir spazieren gegangen sind in der Aue. Und aber natürlich regelkonform mit Abstand laufen wollten. Ja. Ja, wir haben uns einen Stock gepackt und den zwischen uns gepackt und alle waren irgendwie, also die Passierenden waren so, oh wow, also nicht nur, eigentlich eine ganz einfache Idee, das heißt, nichts Innovatives. Es ist gestartet mit einem echten Stock, den ihr einfach irgendwo gesehen habt und den genau. habt ihr zwischen euch gepackt. Genau. Und seid durch die Augen gelaufen. Genau, selben Abstand, stabile, stabile Verbindung trotzdem und trotzdem so beieinander sein, das war uns wichtig. Und das haben wir halt eben umgesetzt, in Rahmenwerkfarben gepackt, also rot und rosa. Ja. Und dann noch einen kleinen süßen Text dazu geschrieben. Es gibt natürlich die Händchenhaltverlängerung, ne, aber einfach nur die Begegnung dann trotzdem nochmal möglich zu machen. Das nicht herauszufordern, also niemand soll sich aufgefordert fühlen, rauszugehen und sich zu treffen, aber falls irgendwie doch die Decke auf den Kopf fällt und man das tolle Wetter genießen möchte, kann man das eben damit machen und es ist echt gut angekommen. Das war auch sehr schön als Reaktion darauf, ein paar Geschichten zu hören von Leuten, die mich dann geschnappt haben. Ja. Was aber auch witzig war, dass es auf einmal verschwunden war. Ja. Es war weg. Es war weg. Beobachtet. Vielleicht für alle, die es tatsächlich nicht in der HNA verfolgt haben oder schon Bilder in den sozialen Medien gesehen haben, man muss sich das wirklich so vorstellen, dass ein großer Behälter in der Aue stand, wo über 1,50 große Stangen drin standen, die man als Händchenhalteverlängerung nutzen konnte. Das heißt, man sollte sie mitnehmen und damit dann spazieren gehen, ganz, ganz bildlich. Und alles in rosa-rot und dann waren sie weg. Ich habe es gelesen und ich habe gedacht, wer tut sowas? Was sind das für Menschen? Ja, wer klaut sowas in solchen Zeiten? Was ist los mit euch? Was war los? Ja, ich mache es kurz. Ja. Es war der Gärtner. Scheiße.
Es ist immer der Gärtner. Wenn ihr, euch irgendwas mal fragt, ja, es war der verdammte Gärtner. Ja. Es ist, ja. Wie einfach. Ja, wie einfach. Es war so einfach. Wir haben tatsächlich einen heißen Tipp bekommen. Ja. Danke nochmal dafür. Ja. Social Media. Oder wer hat den heißen Tipp gegeben? Wir haben natürlich entrüstet Aufrufe gestartet auf Instagram und dann hat es sich Kreise gezogen und dann hat ein Jogger tatsächlich die Installation auf dem Auto eines Gärtners. Nein! Hat uns das gedroppt und wir haben natürlich hinterher telefoniert und letztendlich steht es jetzt wieder bei uns und wir haben jetzt zwei, weil wir nachproduziert haben. Ja, nachproduziert, das heißt, es gibt jetzt noch mehr Händchenhaltestangen für Kassel. Ganz genau. Jetzt kann auch nichts mehr schief gehen mit dem Händchenhalten in Kassel, oder? Richtig. Wie schön ist das denn? Ja. Ihr solltet safe auf Abstand rosa-rot auf jeden Fall jetzt spazieren gehen können. Ja, wie cool. Mhm. Wir werden es tun, auf jeden Fall. Das freut mich. Das sind natürlich Sachen, mit denen man jetzt gerade Begegnungen schaffen kann, wo natürlich das Finanzielle nicht immer im Fokus steht, aber ihr müsst natürlich auch irgendwie Geld verdienen. Wir wissen jetzt schon, du hast einmal die Rolle als Selbstständige mit Rahmenwerk, als Unternehmerin, kann man sagen. Ich persönlich tue mir mit diesem Begriff, wenn mir jemand sagt, du bist Unternehmerin, tue ich mir immer so, hä? Was? Ja, okay, ein bisschen, schon. Du in der Rolle der Unternehmerin, dann aber auch der Angestellten. Ihr seid jetzt auch noch nicht so lange selbstständig, das ist alles noch so im Aufbau gerade. Man wird da wahrscheinlich jetzt auch noch nicht so die Rücklagen gebildet haben, wie es irgendwie ein Unternehmen nach 15 Jahren hat und sich auf eine Krise vorbereitet. Wie geht es dir da im Moment so mit? Was merkst du da so? Also wir haben das Glück, dass wir noch keine großen Fixkosten zu zahlen haben monatlich. Mhm. Das ist wirklich wichtig gerade auch für uns, damit wir keine Panik bekommen. Das machen wir auch noch. Ja. Genau, das ist auch noch in Planung. Aber da ist auch kein Vertrag unterschrieben, weil es da auch gar kein Kontakt erlaubt war. Ja. Das hat ganz gut funktioniert dann noch. Also ein ganz gutes Timing. Hat es erwischt, ganz genau. Hat auch Glück, Und ansonsten haben wir zunächst auch alle Projektabsagen bekommen, ganz klar. Also in der Veranstaltungsbranche sind wir ja letztendlich auch unterwegs und deswegen haben wir Absagen bekommen und uns geht es aber soweit ganz gut damit. Ja. Also wir gucken, wir müssen jetzt vorausschauen, was passiert Ende des Jahres. Mhm. Da gibt es beispielsweise noch ein spannendes Projekt, was hoffentlich stattfinden wird. Ja. Und wir haben jetzt auch schon Anfragen für andere Projekte und natürlich sitzen wir einfach zusammen und gucken, hey, wie stellen wir uns gerade auf? Ja. Und ich finde, da ist immer wichtig, irgendwie nicht in Panik zu geraten. Also so unternehmerisch, wie stellen wir uns auf? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Genau, also intern als auch extern. Ja. Also wir sitzen gerade zusammen und sagen, okay, welche Unternehmensgesellschaft ist die richtige für uns? Spannende Phase. Ja. Spannende Phase auf jeden Fall. Mit viel Diskussionen und vielen Meinungen. Da hatten wir anfangs zu viert, genau, schon drüber gesprochen. Und ansonsten sind wir aber eigentlich der Meinung, dass gerade die Begegnungen, die wir ja gestalten, auch im analogen Bereich natürlich auch das Bedürfnis nach Corona. Das wird noch viel mehr wahrscheinlich da sein. Also ich vermute es. Ich vermute es auch. Natürlich macht man das im privaten Kontext dann auf jeden Fall. Ich denke mal, man wird Freunde und Freundinnen besuchen und so weiter, mal wieder zusammen dinieren. Aber als Unternehmerin versuche ich erstmal gelassen zu bleiben, auf jeden Fall. Weder panisch zu sein, aber die gewisse Ernsthaftigkeit schon an den Tag zu legen. Konntest aber du das von positiv Anfang an? Also wenn wir jetzt zurückdenken, wir sprechen glaube ich jetzt so von Woche 6 Corona. Bei Ambien hast du es auch recht früh gespürt. Bei uns ist die Zeitrechnung hier auch eine etwas andere als in der anderen Welt tatsächlich. Es war ein bisschen früher da. Konntest du von Anfang an diese Gelassenheit, hattest du die von Anfang an oder kam die peu à peu wieder dazu? Ich muss sagen, also ich glaube, ich war von Anfang an relativ gelassen. Mhm. Das liegt auch daran, dass ich privat jetzt keine großen Verantwortungen zu stemmen habe. Und auch einfach, ist ja auch nichts bringt. Also diese panischen Momente. Ich muss die Herleitung jetzt kurz noch erzählen. Ja. Irgendwann saß ich in der Tram, hatte einen wichtigen Termin und die Tram stuckte irgendwo, also sie blieb stehen und ich habe keine Ahnung gehabt, ob und wann sie jemals weiterfährt. Ja, und aber du wusstest, ich muss. Ich muss da sein ja. und es ist auch jetzt zu weit weg, um dorthin zu sprinten. Also habe ich nicht natürlich, was fast jeder und jede macht, glaube ich, gedacht, so, was mache ich jetzt in diesem Moment? Und bin innerlich total nervös geworden, habe irgendwann gemerkt, so, ey, ganz ehrlich, das bringt's halt nicht. Ja. Ich spucke jetzt hier sogar. Das ist egal. Gott sei Dank sind wir so weit weg. Emotionen, ja. Weiter, ja. Genau, deswegen habe ich gesagt, okay, das Einzige, wie ich diese Zeit jetzt sinnvoll nutzen kann, ist einfach nicht auszurasten, meine Energien da reinzustecken, sondern einfach irgendwie bei mir zu bleiben und zu sagen, okay,
ich konnte jetzt einfach diese Situation nicht ändern. Das war jetzt nicht in meiner Macht. Und so ein bisschen, das ist bei der Corona-Krise tatsächlich auch so. Ja. Also wieder in eine Tätigkeit zu kommen und sich selber wieder zu stimulieren, etwas zu tun, ist natürlich super. Egal, ob es jetzt bei Ambien ist oder bei Rahmenwerk. Ja. Da legen wir alle sehr viel Wert drauf. Aber ich würde sagen, Gelassenheit ist letztendlich der bessere Deal. Ich glaube auch, das ist der Schlüssel aktuell. Also ich habe auch das Gefühl, seit ich selber für mich akzeptiert habe, dass die Situation jetzt so ist, dass man sie nicht ändern kann, da dann das Beste draus zu machen und gelassen zu bleiben. Genau. Das macht ein Gelassener. Wow. Dieser Satz machte wenig Sinn. Aber das ist es ja am Ende. Hast du mal so Meditationszeug gemacht, als du es gerade beschrieben hast, dass du dann in dich gegangen bist in der Bahn und gedacht hast, du wirst es jetzt nicht ändern? Ich versuche mich immer noch an Seven Mind, kleiner Werbeblock, so einer Meditations-App und mache das recht regelmäßig. Und da sind solche Sachen immer, wo man dann immer sagt, und wenn du dann ausrastest, geh in dich und du kannst es nicht ändern. Oder ist das Ganze einfach so in dir drin? Also brauchst du nicht mal eine Meditations-App dafür, um da anzukommen und das zu denken? Also meditieren ist, glaube ich, großartig. Ich mach's nicht, noch nicht. Ja, aber Also es ist auch nicht in mir drin. Das ist einfach nur, wie packe ich meine Ressourcen dahin, wo ich sie brauchen kann. Und wenn ich sie verpulvere, dann habe ich nichts mehr übrig. Also es ist einfach auch ein bisschen dumm, würde ich jetzt sagen. Nein. Ich finde das richtig. Ich musste jetzt 2 Jahre Meditationstraining haben, um an diesen Punkt anzukommen. Ich unterstelle mittlerweile auch tatsächlich, dass ich mich runteratmen kann. Also das ist super. Auch in so Workshop-Situationen, wenn es vollkommen kurz eskaliert, wenn du denkst, fuck, also ich weiß wirklich jetzt echt nicht weiter gerade, passiert. Und dass ich dann irgendwie mit 3-mal Atmen wieder irgendwie kurz dahin komme, wo es sein muss. Das finde ich ziemlich cool. Ja. Ich glaube, das sind einfach verschiedene Werkzeuge. Also Meditation ist in dem Sinne einfach ein Werkzeug, um dich da irgendwie wieder gebündelt irgendwie in den Fokus zu rücken. Oder aber ich finde es gut. Ich finde es gut. Irgendwie alle müssen die Werkzeuge für sich selber finden. Und gerade jetzt in dieser Zeit, das ist wirklich so dieses... Man hat auch bitte achtet jetzt. So bewusst, genau. Das ist irgendwie so das Geilste schlechthin gerade so. Ja. Kümmert euch um euch. Ja. So und mal wieder so hineinzugehen und zu gucken, was brauche ich denn eigentlich? Ja. Was tut mir gut? Weil ich sehe halt auch viele Leute, die sagen, ja, okay, und mein Arbeitgeber muss dies und jenes machen oder irgendwie die Regierung soll dieses, jenes machen. So und dieses... Hey, kümmere dich doch einfach mal um dich selber. Ja. Also klar gibt's, ist es vielleicht leicht gesagt für mich, aber hör mal in dich rein. Ja. Was tut dir gut? Schlaf halt mal aus, wenn es dir gut tut. Ja. Lern Pi auswendig, wenn es dir gut tut. Ja, mach irgendwas. Ja, schön zusammengefasst. Perfekte Überleitung. Du wirst ja wahrscheinlich auch irgendwie noch Freizeit haben, neben Rahmenwerk und dem Ambien-Job. Hast du da irgendwie... Was ist denn da so passiert in letzter Zeit, wo du gedacht hast, Mensch, das ist eine schöne Geschichte, so aus der Familie oder so? Hast du da irgendwas, was dir irgendwie ans Herzchen ging? Mhm. Also ich habe einen Opa. Ja. Hallo Opa. Hallo Opa, vielleicht hörst du das auch. Nein, Opa ist auch sehr analog unterwegs. Ja. Und natürlich hätte ich ihn auch und gerade zu Ostern auch gesehen. Mhm. Er ist im Altersheim. Das Altersheim ist locked. Ich komme nicht rein und niemand kommt raus, was auch gut ist. Aber Opa hat natürlich Sehnsucht und Erzähldrang. Und deswegen habe ich jetzt... habe ich ihn jetzt angerufen und mit ihm Gedächtnistraining gemacht. Das ist eigentlich was als kleiner Workshop auch intern angeboten wird, aber auch das wurde leider zurechtgestutzt. Und habe ich gedacht, gut, dann übernehme ich das jetzt einfach und ich telefoniere ab und an mit Opa und frage ihn Hauptstädte ab. Ja. Du lernst ja auch selber noch was dabei, oder? Also um ehrlich oder zu sein, habe ich selber erst ein bisschen lernen müssen. Ja, das ist natürlich was, dass ich jeden Morgen so ein bisschen mache. Ich habe nur leider einen alten Atlas. Es kann halt sein, dass... Also es gibt dieses Internet. Ja, dieses Internet, aber wir sind ja gerade sowas von digital auch unterwegs, was auch echt gut ist. Gut, aber ein bisschen. Wirklich so einen alten Atlas? Also einen alten Schulatlas, den ich eigentlich mal für so Kollagieren, zum Kollagieren benutzen wollte. Also Den Haag ist in den Niederlanden noch Hauptstadt und Bonn in Deutschland und so weiter. Wow, also wirklich und schon älter. Wirklich schon älter. Ja. Und mein Opa meinte auch, der wollte mit mir streiten. Ne? Also die Hauptstadt von Niederlanden ist Den Haag. So. Da haben wir gleich was gelernt heute. Ganz genau. Vielen Dank dafür. Kein Problem. Das heißt, mit einem alten Atlas wird Gedächtnistraining mit dem Opa gemacht. Das ist genau, das sind noch so kleine Geschichten, ja. Ja. Wir haben vorher eben im Vorgespräch noch über Herzensgeschichten, steht auf meinem Sticker. Hast du noch irgendwelche Geschichten im Kopf, die so neben deiner Freizeit irgendwie passiert sind, wo du denkst, ey, das sollte die Welt jetzt nochmal gehört haben?
Oder sollten wir das jetzt rausschneiden? Du kannst auch einfach weiterreden. Ja, ich habe mich eben noch davor erkundigt, ob man da irgendwas rausschneiden kann. Steffi meinte eigentlich nicht, aber wenn es ganz schlimm kommt, ja, also mal gucken. Mal gucken, ob es dranbleibt. Wir werden mal sehen, was jetzt kommt. Nee, also wir haben jetzt viel auch über das Gute in der Krise gesprochen und das finde ich auch wichtig, immer wieder zu betonen und auch aber nicht zu euphorisiert zu machen auch. Ein Herzensprojekt ist aber tatsächlich auch, dass der Fokus natürlich gerade nur auf Corona gerückt ist und eben weg von europäischen Grenzen, wo gerade Flüchtlinge es auch nicht leicht haben, in vollgestopften Lagern stecken und sich meiner Meinung nach zu wenig gekümmert wird und auch zu wenig Aufmerksamkeit herrscht. Also das ist aber tatsächlich noch so ein Thema, wo ich denke, hey, uns geht es noch vergleichsmäßig gut und klar, es ist eine Krise. Es ist jetzt nicht die Pest, aber es ist eine Krise. Und wir sollten trotzdem noch solidarisch über Deutschland und Europas Grenzen hinausschauen. Das ist auf jeden Fall mir ein Anliegen. Habt ihr das bei Rahmenwerk schon mal irgendwie thematisiert, ob man das vielleicht in irgendeiner Art zum Thema machen kann? Haben wir nicht, aber das nehme ich mit. Das ist eine gute Idee. Das könnten wir vielleicht nochmal aufnehmen, ja. Ja, können wir mal gemeinsam überlegen. Neue Projekte! Yeah. Geht auf jeden Fall weiter, das können wir schon mal so festhalten. Ich würde dir gerne die drei Abschlussfragen stellen, die wir jedem Gast hier einmal stellen. Ja. Jetzt muss ich wieder um die Ecke gucken, ich stehe hier blöd. Mein prägendstes Erlebnis während Corona war? Dass mein prägendstes Erlebnis während Corona war... Jetzt habe ich doch eine Pause drin. Ja, die lassen wir, die sitzen wir auch so. Waren tatsächlich die schönen Reaktionen auf unsere Händchenhaltverlängerung, die mir zugetragen worden sind beim Abholen. Ich wollte eigentlich nur schnell die Installation abbauen und dann kamen tatsächlich zwei Frauen hintereinander auf mich zu, die so dankbar waren und mir ihre kleine Händchenhaltverlängerung-Geschichte erzählt haben, dass mich das berührt hat. Und ich glaube, das wäre nicht passiert, wenn Corona nicht gewesen wäre. Das ist ganz schön. Es hat nichts mit Corona zu tun, aber ich kann mich noch daran erinnern, als ihr den Preis der Stadt Kassel, welchen Preis habt ihr genau bekommen? Den Kulturförderpreis der Stadt Kassel. Bekommen. Genau. Da saß ich mit dem Publikum und danach hattet ihr auch so eine schöne Sache gebaut, dass man sich die passenden Getränke zu vorherigen Aktionen nehmen musste. Und da stand ich auch neben zwei älteren Damen, die auch in der Nähe von mir vorher saßen und die einfach darüber geredet haben, wie schön das ist, was ihr tut. Und das, obwohl ich quasi nur so als Gast da war, hat einen das so, also diese Begegnung war so schön zu sehen, wie Menschen sich darüber freuen, was ihr tut. Das hat einem gleich irgendwie Tränchen in die Augen gemacht. Alles richtig gemacht, wirklich richtig schön. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich mache eine Siegerpose. Eine große Party gerade. Wirklich, das macht was. Das Erste, was ich nach Corona mache, ist? Mich in fremde Menschenmengen zu setzen. Irgendwo. Ja, da wo Leute sind, einfach mal mich da reinzusetzen. Das geht ja dann wieder. Ja, sehr schön. Hast du was zu trinken in der Hand oder ein Eis oder so? Oder sitzt du da einfach? Ich gehe einfach hin und sitze da und mit gucke. Mit Schal? Mit Schal, ja. Klar. Ja, klar, natürlich. Mhm. Wir sollten uns Folgendes von Corona beibehalten, von der Corona-Zeit beibehalten. Diese bei uns zu bleiben. Wenn man das geschafft hat in dieser Zeit, das mitzunehmen in die Zeit danach. Meinst du, das klappt? Für eine kleine Zeit bestimmt. Ja, wir können uns noch mal nachher oder so oder dann Tipps gegenseitig überlegen, wie man das lange beibehalten kann. Das fände ich ganz, ganz spannend. Vielleicht braucht man dann wieder die Sparring-Partner, die einfach mal immer wieder so kleine nachwieksen, ne? Ja, vielleicht machen wir das so abwechselnd, weißt du? Dass wir dann immer mal kurz sagen, und? Bleibst du immer noch gelassen, oder? Atmest du noch? Ja. Bis gehst du eigentlich noch raus oder so? Ja, genau. Das können wir gerne machen. Das machen wir. Es war mir eine Freude, Britta. Mir auch, danke. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sollten ewig weiterreden, aber vielleicht machen wir da einfach ein paar Folgen raus. Wenn ihr da draußen das wollt, dann könnt ihr uns schreiben. Dann machen wir das jetzt regelmäßig. Vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung. Und, ich freue mich, dann in der Menschenmenge an dir vorbeizulaufen. Du kommst mit? Ich komme mit. Du kommst mit? Yeah. Vorher brauche ich einen Schal, aber dafür muss ich erstmal einen Vortrag halten. Ganz genau, so läuft's. Man kriegt es nicht mal als Gastgeber, habe ich jetzt gelernt. Ja. Ich muss diesen Vortrag halten. Ja, wir sind eisern. Ja, und der Termin ist jetzt leider Corona-bedingt ausgefallen. Mhm. Das könnte ich als großen Nachteil von Corona bringen, womöglich hätte ich sonst. Ey, das ist das Erste, was du nach Corona machen kannst. So, das. Bei Kusuko einen Vortrag halten, den Schal einkassieren. Wenn ich gefragt werde, dann sage ich genau das. Vielen Dank, danke dir auch.